Verfahren. Vielen Dank. Wir sind am Ende dieses Tagesordnungspunktes und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 29. Februar 2016 gemäß § 95 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet: Nordrhein-Westfalen muss umgehend Alternativen und Begleitmaßnahmen zur Elektroauto-Kaufprämie initiieren. Die Drucksache hat die Nummer 11.288. Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion der Piraten Herrn Kollegen Bayer das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier und am E-Stream. Sie können auch gerne hier bleiben, es sei denn, Sie müssen jetzt schon auf die Autobahn, um sich vor dem Stau da hinzustellen oder Ihr Elektroauto aufladen. Wir haben jährlich 50.000 Verkehrstote in Deutschland, und zwar durch Autoabgase, Feinstaub und dann kommen noch weitere Luftschadstoffe, vor allem aus Dieselmotoren, hinzu. In NRW gibt es ein Vielfaches mehr Verkehrstote durch die Emissionen aus Verbrennungsmotoren als durch Verkehrsunfälle. Könnte es also ein legitimes Ziel der Politik sein, verhindern zu wollen, dass allein in NRW eine ganze Großstadt an den Folgen des Autoverkehrs stirbt, weil für sie eine Verkehrswende ein Jahrzehnt zu spät kommt? Eine Frage. Es gehört auf den Tisch. Was sind denn die Ziele? Was sind denn die Möglichkeiten? Wo ist der politische Wille? Und hat NRW da etwas zu sagen? Und natürlich hat NRW da was zu sagen. Also raus damit. Welche Priorität hat das Ziel Gesundheitsschutz? Und welche Prioritäten Umweltschutz oder Klimaschutz? Hey, der spürbare Beitrag des Verkehrssektors steht beim Klimaschutz noch aus. Und NRW hat ja dieses Klimaschutzgesetz. Und was ist mit einer dauerhaft finanzierbaren Verkehrsinfrastruktur, die gleichzeitig zu den Verkehrsmitteln und der Gesellschaft der Zukunft passt? Und was ist mit sozialen Zielen? Es sollte kein Luxus sein, den eigenen Häuserblock verlassen und von A nach B kommen zu können. Doch ein eigenes Elektroauto ist Luxus. Und was ist mit der Wirtschaftsförderung? Wen oder was fördern ist das Ziel? Mobilitätsanbieter könnte man fördern, Bus und Bahn, Hersteller umweltfreundlicher Busse, Elektromobilität auf der Schiene, Unternehmen, die die Ladeinfrastruktur bereitstellen oder konsequent den Ausbau des Radverkehrs und mittelständische Fahrrad- und E-Bike-Hersteller in NRW. Ich sage, eine Wirtschaftsförderung für neue Geschäftsfelder wäre vor allem ein neuer, nachhaltiger Fokus der Verkehrsinfrastruktur auf Carsharing, Fahrrad, Bus und Bahn. Nun ist es ja nicht so, dass die Automobilindustrie in Deutschland keine politische Unterstützung bekäme. Nur leider ist die Unterstützung von der Lenkungswirkung her fatal. Die Pendlerpauschale führt zur Zersiedlung, die Steuer- und Firmenwagenpolitik zu einer Konzentrierung auf dicke Autos als Verkehrsmittel. Und noch immer wird ausgerechnet der umweltschädlichste Treibstoff, der Diesel, indirekt subventioniert. Diesel zahlen auch unter Berücksichtigung der Kfz-Steuer deutlich weniger Steuern als Benziner. Deshalb ist es übrigens auch richtig, an dieser Stelle höhere Steuern zu erheben, wie Bundesumweltministerin Barbara Hendricks vorschlägt. Und weil die Steuerpolitik unserer Autobauer in eine Sackgasse geführt hat, werden aus Deutschland unter Duldung von NRW weiterhin strengere Emissionsgrenzwerte in der EU torpediert. Gibt es solche Kuriositäten wie einen Konformitätsfaktor bei den RDE-Emissionsmessungen? Aktuell werden in Berlin von der Ausländermaut bis PPP immer neue Dinge erfunden, die gar keine Lösung für unsere Verkehrsprobleme darstellen, aber jede vernünftige Debatte überdecken. Gerade so, als wolle man gar nichts ändern. Und ich würde es verstehen, wenn dann alles so bleiben könnte, wie es ist. Aber es kann es ja nicht. Denn dann haben wir bald keine vernünftige Verkehrsinfrastruktur mehr, keine nennenswerte Autoindustrie mehr, keine gute Lebensqualität in Städten und alle Klimaschutzziele wären verfehlt. Die größte Subventionssackgasse, die die Innovationskraft des ganzen Verkehrssektors auf Jahre gelähmt hat, war jedoch die Abwrackprämie 2009. Die war völlig unverantwortlich. Lassen Sie uns daher in Nordrhein-Westfalen mal mutig sein, damit die aktuelle Debatte nicht nur in einem weiteren, für allen schädlichen Lobbygeschenk endet. Die Bundesregierung macht sich seit Jahren nur lächerlich und verbrennt das Thema.
dass die aufgerufenen Ziele offen belächelt werden, ist Konzept. Wer glaubt denn wirklich an 1 Million Elektroautos bis 2020, die dann alle auch noch auf der Busspur fahren dürfen? Wir sind so weit, dass überhaupt niemand mehr erwartet, dass Deutschland etwas anderes tut, als Diesel schönzureden, denn trotz Dieselgate und einem Bruch, der eigentlich heilend hätte wirken müssen. Doch jetzt wird die Elektrokaufprämie konkret. Oder? Doch wenn alles so läuft wie immer, dann gibt es die 5.000 Euro Umweltprämie natürlich als Tankgutschein. Meine These: Damit sich die Verantwortlichen nicht völlig zum Obst machen, wird eine Kaufprämie kommen. Sicher wird es da Mitnahmeeffekte geben. Es wird Leute geben, die sich dadurch erst einen Zweitwagen an- und die ÖPNV-Monatskarte abschaffen. Aber keine rationale Förderung ist so sexy wie dein Schnäppchen. Klar, könnte man das Geld viel besser und nachhaltiger investieren, aber in diesem Land funktioniert Verkehr emotional. Und Schnäppchen sind auch emotional. Hey, ein Schnäppchen, ein 30-teiliges brauche ich nie, sieht aber toll aus, Grillset, jetzt im Winter 50% billiger. Ist natürlich immer schlecht, wenn das Schnäppchen nachher, man das Schnäppchen verpasst und nachher gar keine Lust mehr auf das Produkt hat, aber der Staat schenkt mir was, da bin ich doch nicht blöd, da will ich zugreifen, ob ich nun Topverdiener bin oder gerade mir so ein E-Bike leisten kann. Und an der Stelle müssen wir ran. Fast alle Ziele, die ich anfangs nannte, werden erreicht, wenn die Autos mit Verbrennungsmotoren abnehmen. Und zwar egal, ob sie durch ein Elektroauto, ein Fahrrad oder ein ÖPNV-Monatsticket ersetzt werden. Und genau dem muss auch eine Umweltprämie gerecht werden. Ja, also zum Beispiel auch eine Prämie fürs Fahrrad. Und für einen ähnlichen psychologischen Effekt und mit deutlicher Fokussierung auf ein Ziel, auf die Ziele inklusive einer umfassenden modernen Verkehrswende, darf ich natürlich noch einen weiteren Vorschlag. Bus- und Bahnfahrschein frei bis 2020. Wäre in der Praxis nicht nur günstiger, sondern auch deutlich realistischer, was die erwartete Wirkung betrifft. Ja, selbst bei einem massiven Ausbau des ÖPNV, wenn das nicht durch eine Umlage finanziert würde. Natürlich kommt es in allen Fällen vor allem auf das komplette Maßnahmenpaket an, die Begleitmaßnahmen, die NRW direkt angehen und mit hoher Priorität vorantreiben muss. Am Paket und der konsequenten, breiten Umsetzung hängt es, ob überhaupt Effekte erzielt und politische Ziele erreicht werden. Ich komme zum Schluss. Es macht also zum Beispiel keinen Sinn, entgegengerichtete Maßnahmen wie die Dieselförderung aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil. Eine der wichtigsten Maßnahmen des Staates ist der Aufbau eine Ladeinfrastruktur, und dazu komme ich gleich noch. Wir hatten ja 2014 da schon einen Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bayer. Und die SPD-Fraktion wird nun vertreten von Frau Kollegin Blaske. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Automobilindustrie in Deutschland ist die größte Branche des verarbeitenden Gewerbes und es wird jährlich weit über 20 Milliarden Euro Aufwendung für Forschung und Entwicklung, eine tragende Säule des Innovations- und Technologiestandortes Deutschlands. Wird sich die deutsche Automobilindustrie als Leitanbieter im Automobilbereich behaupten und die Wertschöpfung und damit die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten, muss die Entwicklung hin zu mehr Elektromobilität in Deutschland beschleunigt werden. Deutschland muss sich dazu am Leitmarkt für Elektromobilität entwickeln. Das nützt nicht nur dem Wirtschaftsstandort, sondern auch dem Klimaschutz. Die Große Koalition in Berlin hat das im Koalitionsvertrag als Ziel bestätigt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge in den deutschen Straßenverkehr zu bringen. Dazu bedarf es dringend eines konkreten industriepolitisch flankierenden Maßnahmenpaketes auf der Bundesebene, das auch den anstehenden Strukturwandel in der Automobilzulieferindustrie begleitet. Die Option einer Kaufprämie, Investitionen in die Infrastruktur, steuerliche Abschreibemöglichkeiten, so wie sie der Bundesrat in einem Gesetzentwurf gefordert hat, sind derzeit in der bundespolitischen Diskussion. Im Februar zum Beispiel hat der Bundesrat der Ladesäulenverordnung zugestimmt, ein wichtiger Punkt beim Thema Infrastruktur. Auch beim Steuerrecht müsste man etwas verändern, damit das Laden beim Arbeitgeber steuerfrei für Arbeitnehmer bleibt. An vielen Punkten gibt es also die Stellschrauben in Richtung Elektromobilität zu drehen, und entscheidende Weichenstellungen werden somit auf der Bundesebene gesetzt.
Die Kaufprämie, meine Damen und Herren, ist ein Faktor für die Verbreitung und die Akzeptanz bei den Käufern von Elektrofahrzeugen. Genauso wichtig ist es aber, dass die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität möglichen Käuferinnen attraktiv erscheint, damit diese sich für ein Elektrofahrzeug entscheiden. Die Menschen, meine Damen und Herren, in Nordrhein-Westfalen müssen das Elektrofahrzeug als verlässlicher Verkehrsträger wahrnehmen. In Ihrem Antrag, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, fordern Sie das Land Nordrhein-Westfalen auf, tätig zu werden. Was Sie aber übersehen, viele der von Ihnen geforderten Maßnahmen befinden sich in vielfacher Weise bereits in der Umsetzung oder Entstehung. Wir haben in Nordrhein-Westfalen unsere Hausaufgaben dazu gemacht. Denn in Nordrhein-Westfalen besteht seit 2009 der sogenannte Masterplan für Elektromobilität, der 2014 erneuert wurde, nachdem bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt bzw. erreicht werden konnten. Ziel des Masterplans ist es, die gute Ausgangsposition des Landes zu stärken und Nordrhein-Westfalen als bundesweiten Vorreiter in Sachen Elektromobilität zu etablieren. Hierfür werden Aktivitäten und Maßnahmen in den Dimensionen Forschung und Entwicklung, Systeminnovation und Kommunikation sowie bei den Rahmenbedingungen definiert. Der 2014 aufgestellte Masterplan Elektromobilität geht detailliert auf alle Teilbereiche der Elektromobilität ein. Hierfür wurden zunächst umfangreiche Analysen erstellt, auf deren Grundlage konkrete Handlungsempfehlungen in den 4 relevanten Handlungsfeldern erarbeitet wurden und für die Umsetzung priorisiert und zeitlich eingeordnet wurden. So ist es unerlässlich, eben Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Elektromobilität für alle Beteiligten attraktiv ist. Kernziel ist hierbei die Schaffung elektromobilitätsfreundlicher Rahmenbedingungen und den Aufbau einer adäquaten Ladeinfrastruktur. Im Bereich der Forschung und Entwicklung wurde festgestellt, dass bereits an vielen Themen und an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen erfolgreich zur Elektromobilität geforscht wird, aber auch noch viele Forschungsfragen offen sind. Ziel ist es, entsprechend NRW als Innovationsstandort Elektromobilität zu stärken. Zudem muss Elektromobilität als gesamtheitliche systemische Lösung betrachtet werden. Ziel ist es, die Anzahl der Elektrofahrzeuge zu erhöhen und das Gesamtsystem Elektromobilität zu demonstrieren. Dies erfolgt unter anderem in der geförderten Modellregion Rhein-Ruhr, in der insbesondere erprobt wird, was Nutzer von Elektrofahrzeugen erwarten und wie der ÖPNV durch Elektromobilität ergänzt werden kann. Wir erwarten, dass das Land Nordrhein-Westfalen in eine Fahrzeugförderung für Elektrobusse einsteigt. Auch im Bereich der Kommunikation wurden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, denn Kommunikation sorgt in der Öffentlichkeit für eine breite Akzeptanz des Themas und bietet dem Fachpublikum Unterstützung bei der Vernetzung. Liebe Piraten, wie Sie sehen, ist das Land Nordrhein-Westfalen bereits sehr, sehr aktiv im Bereich der Elektromobilität. Alle Ebenen haben ihren Beitrag zu leisten. Der Bund ist unserer Meinung hier noch in der Pflicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Blask. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Kollege Rehbaum. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, kam im Jahr 1988 an die Macht und im gleichen Jahr wurde das weltweit erste Elektroauto in Coburg gebaut. Das war nur 2 Jahre, nachdem Carl Benz das erste Auto mit Verbrennungsmotor gebaut hatte. Die Gründe, dass sich der Verbrennungsmotor durchsetzte, waren damals die gleichen, weshalb bis heute das Elektroauto weit hinten liegt. Zum einen die längere Reichweite und zum zweiten, dass ein Verbrennungsmotor keine Ladezeiten hat. Die CDU-geführte Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen. Und hier darf nicht Ideologie vorne anstehen, sondern pragmatische Lösungen sind gefragt. Um dieses Ziel zu realisieren, müssen die Reichweiten von Elektroautos vergrößert werden, die Ladezeiten drastisch verkürzt werden, die Ladeinfrastruktur verbessert werden und Privilegien im innerstädtischen Bereich geschaffen werden. Letzteres ist deswegen so wichtig, weil im innerstädtischen Bereich und im Nahverkehr die Entfernung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Hier können wir im Grunde mit der heutigen Technik erreichen, dass wesentlich mehr elektrobetriebene Fahrzeuge auf die Straßen kommen. Mit dem Elektromobilitätsgesetz der Bundesregierung wurden bereits im vergangenen Jahr zusätzliche Anreize für Elektromobilität geschaffen. Kommunen können jetzt entscheiden, wie sie Elektroautos vor Ort begünstigen wollen.
Dies geht zum Beispiel durch kostenfreies Parken oder spezielle Zufahrtsrechte, wobei man natürlich sagen muss, dass bei kostenfreien Parken den Kommunen auch Einnahmen entgehen. Hier liegt die Verantwortung bei den Kommunen und es muss ein verantwortungsvoller Kompromiss erzielt werden. Wir können davon ausgehen, dass verbunden mit einer steigenden Auswahl an E-Modellen und einer anwachsenden Zahl an Elektroautos auf den Straßen auch der Absatz weiter ansteigen wird. Steigt die Stückzahl, sinkt der Preis. Um die Attraktivität der Elektromobilität zu steigern, müssen deutlich mehr Ladestationen an Bundesfernstraßen entstehen. Nur wer die Sicherheit hat, sein Auto auf Fernreisen auch aufladen zu können, wird sich mit dem Elektroauto aus seiner Stadt herausbewegen. Insbesondere die Dichte an Schnellladestationen, die eine Batterie in 1 bis 2 Stunden aufladen können, muss erhöht werden. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Bundesregierung seit Jahren die Batterieforschung auf vielfältige Weise fördert. Denn langfristig müssen wir Batterien haben, die es ermöglichen, ohne Zwischenhalt auch weite Strecken zu fahren. Im Batterieforschungszentrum der Universität Münster fördert der Bund hierfür das Elektrolytlabor. Kernstück des Labors ist eine Anlage zur schnellen automatischen Bewertung neuer Elektrolyte für Batteriezellen. Das größte Potenzial für E-Mobilität sehen wir derzeit im innerstädtischen Verkehr. Besonders im städtischen ÖPNV kann man hier einiges erreichen, denn die Verkehrsstruktur mit Stop-and-Go und systematisch kalkulierbaren Wartezeiten ist wirklich dazu geeignet, elektrische Fahrzeuge einzusetzen. Ähnliche Verkehrsstrukturen haben auch Taxen, Kommunal- und Entsorgungsfahrzeuge, Paketdienste und auch im Carsharing-Bereich gibt es im Grunde systematische Wartezeiten oder Standzeiten, die man als Ladezeiten nutzen kann. Optimal ausgestattet hierfür sind Städte mit Straßenbahnen, denn hier ist bereits ein wichtiger Bestandteil der Ladeinfrastruktur vorhanden, nämlich ein flächendeckendes Netz an Gleichstromversorgung. Und da sind wir in Nordrhein-Westfalen mit 12 Städten, die Straßenbahnverkehr haben, plus einer Stadt mit Obusverkehr, Solingen und der Schwebebahn in Wuppertal, sehr gut ausgestattet und haben wesentlich bessere Voraussetzungen für Elektromobilität im Nahverkehr als andere Bundesländer. Professor Müller-Hellmann vom VDV hat hier schon vor Jahren wegweisende Konzepte für die Nutzung von Gleichstrominfrastruktur als Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vorgestellt. Das Potenzial ist durchaus groß an dieser Stelle. Ein Gelenkbus braucht ungefähr das 10-fache an Energie wie ein normaler Pkw. Wenn wir es also schaffen, 1000 Busse in Nordrhein-Westfalen zu Elektrobussen zu machen, hat das den gleichen Umwelteffekt wie 10.000 Elektro-Pkws. Wir haben also an dieser Stelle kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir haben aber auch die Sorge, dass Nordrhein-Westfalen hier seine Chancen bei der Elektrifizierung des städtischen Nahverkehrs verschläft. Osnabrück zum Beispiel plant gerade die komplette Umstellung des Busfuhrparks in Elektrofuhrpark bis 2020. Es darf uns bei der Elektromobilität nicht passieren, dass andere Länder schon wieder mit einem Zukunftsthema an uns vorbeiziehen. Der Einsatz von Fahrzeugen genauso wie die Produktion und die Entwicklung müssen in Nordrhein-Westfalen deutlich stärker forciert werden. Nordrhein-Westfalen hat dafür gute Voraussetzungen und mit den Großstädten auch ein Potenzial. Die Landesregierung muss jetzt Gas geben, in Nordrhein-Westfalen die Elektromobilität im ÖPNV ins Rollen zu bringen. Und wir wollen Marktführer für Elektro-ÖPNV werden. Öffentliche Stellen müssen ihren Fuhrpark nach Fahrzeugen durchforsten, die kompatibel für den Elektromobilitätseinsatz sind. Da ist ein riesiges Potenzial. Was wir nicht brauchen, sind Verbote, Gängelung, Bestrafung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, denn das wäre Gift fürs Wirtschaftswachstum. Gift für Arbeitsplätze und wir wissen es noch bei der Einrichtung der Umweltzone im Ruhrgebiet, welche Schwierigkeiten Besitzer älterer Fahrzeuge und Handwerkerfahrzeuge hatten. Was wir auch nicht brauchen, ist eine künstliche Konkurrenz von E-mobilen Fahrzeugen und Busverkehr. Der Horror für jeden Busfahrer und die Fahrgäste ist ein Elektrofahrzeug, was die Busspur versperrt und verstopft
und dadurch den ÖPNV ins Stocken bringt. Wir brauchen vernünftige Ladeinfrastruktur und eine sukzessive Öffnung dieser Struktur für weitere Dritte wie Taxen, Lieferwagen, Kommunalfahrzeuge und Carsharing. Die CDU-Fraktion hat im Rahmen der Beratung für den Haushalt 2016 bereits einen konkreten Vorschlag für mehr Elektromobilität gemacht. Wir haben neben der Erhöhung der Organisationspauschale für Bürgerbusse auch die Einführung eines gesonderten Tatbestandes für reine Elektrokleinbusse im Bürgerbusverkehr gefordert. Das aber selbst bei einem derartig übersichtlichen Projektvolumen Rot-Grün hier abgelehnt hat, zeigt, dass im Grunde kein Mut und kein Wille für neue Wege da ist. Wenn eine Landesverwaltung für rund 18 Millionen Einwohner aber gerade mal 13 reine Elektrofahrzeuge im Bestand hat, kann man nur sagen, Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen liegt im elektromobilen Dornröschenschlaf und der Innovationsakku der Regierung Kraft hat mal wieder keinen Saft. Vielen Dank, Herr Rehbaum. Und nun kommt ans Pult für die Grüne Fraktion Herr Kollege Glocke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich würde gerne mit einem Zitat einsteigen, weil der Kollege Fussem immer uns mit philosophischen Zitaten am Anfang beglückt. Das ist jetzt kein philosophisches, aber es ist ein Zitat, mit Erlaubnis des Präsidenten. Und zwar von Jürgen Fenske, Vorstandsvorsitzender der KVB in Köln und auch Vorsitzender bzw. Präsident des VDV, also des Verbandes der Verkehrsunternehmen. Der sagte nämlich in Köln vor 3 Wochen bei der Vorstellung der ersten 8 auch vom Land mitgeförderten E-Busse Folgendes: Wir werden die Energiewende und die Klimaschutzziele nur erreichen, wenn wir auch die Verkehrswende schaffen. Dafür brauchen wir die E-Mobilität. Ein kluger Satz, wie ich finde, ein Sozialdemokrat, ein kluger Satz von Herrn Fenske, und der gibt auch die entsprechende Zielrichtung vor. Es ist so, dass im Verkehrssektor auch heute 20% der klimaschädlichen Emissionen anfallen. Deswegen ist es eine Aufgabe, die sich wirtschaftspolitisch stellt, es ist eine Aufgabe, die sich verkehrspolitisch stellt, und es ist eben auch eine Frage, die sich umweltpolitisch stellt. Und ich muss sagen, Herr Kollege Rehbaum, in Ihrer Rede habe ich eben viele vernünftige Ansatzpunkte rausgehört. Ich würde mir ehrlich gesagt dann wünschen, dass Sie die Rede mal beim CDU- oder CDU-CSU-Kongress in Berlin halten. Weil die Politik, die da in Berlin gemacht wird zum Thema Elektromobilität, die ist nicht ausreichend. Und zwar nicht deswegen, weil wir alles nach Berlin schieben wollen. Aber wenn ich mir das Gesetz, was Sie da eben positiv herausgestrichen haben, das Elektromobilitätsgesetz hier positiv erwähnen, das, was Sie da an Fördermechanismen genannt haben, also dass E-Pkw jetzt auch auf der Busspur fahren können, dass E-Pkw manche Parkplätze kostenlos nutzen können etc., das ist doch völlig unzureichend. Ohne ein vernünftiges Förderprogramm, was monetär hinterlegt ist, ob es jetzt eine reine Kaufprämie ist, ob es eine Bonus-Malus-Geschichte ist, ob man steuerliche Privilegien für E-Auto-Käufer schafft, ohne diese Privilegien, ohne diese sozusagen Qualifikationen und ohne diese Möglichkeiten zu einer weitergehenden Förderung wird es nicht den Push in der deutschen Automobilindustrie geben. Da bin ich fest von überzeugt. Das, was in diesem Gesetz drin steht, ist auf jeden Fall nicht hinreichend. Und bevor von Seiten der FDP, Herr Rasche ist ja gleich dran und sozusagen seine Spezialpunkte bei jeder Rede ja in letzter Zeit ist ja das, dass er die Grünen hier entsprechend kritisiert. Ich bin völlig davon überzeugt, dass wir in den nächsten 20, 30, 40 Jahren zahlreiche und ausreichend PKWs auf unseren Straßen haben. Es geht überhaupt nicht um ein Gegeneinander. Die Zukunft liegt in einem modernen, guten Mobilitätsmix. Aber zu diesem guten Mobilitätsmix gehört eben auch, und auch gerade bei der Elektromobilität, dass wir Elektromobilität breiter denken. Elektromobilität heißt eben auch ÖPNV-Förderung und Ausbau, da wo 100 Jahre und über 100 Jahre Elektromobilität entsprechend gelebt wird. Dazu gehören entsprechend auch Fahrräder. Wir haben ja einen absoluten Boom im Bereich der Elektrofahrräder, über 2 Millionen verkaufte E-Bikes und Pedelecs auf unseren Straßen ohne einen Cent Förderung. Und dazu gehört eben auch, dass man die verschiedenen Bereiche durchdekliniert. Für mich, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund einer reinen Kaufprämie, so. Aber für mich ist klar, es muss eine steuerliche Förderung und Anreize geben. Und man muss in die Bereiche gucken, wo es sich lohnt, Elektromobilität einzusetzen. Das ist insbesondere im Bereich der Lieferverkehre, also da, wo entsprechend die Lieferwagen
kontinuierlich in den Innenstädten unterwegs sind. Das ist im Bereich vom Carsharing und das ist natürlich insbesondere auch im Bereich von Taxiunternehmen etc. Also da überall, wo Pkw kontinuierlich unterwegs sind auf unseren Straßen, da rechnet sich umweltpolitisch auch Elektromobilität. So, ich bin kein großer Freund davon zu sagen, es reicht aus, wenn wir die heutigen Verbrennungsmotoren, also die Verbrennungs-Pkw durch Elektro-Pkw austauschen. Die Straßen sind genauso voll, die Stausituation ändert sich nicht, es gibt einen hohen Rohstoffeinsatz bei der Herstellung dieser Pkw etc. Aber da, wo Staat handeln kann, das ist doch da, wo wir gucken, dass wir die Lieferverkehre insbesondere im Bereich der letzten Meile auf E-Mobilität umstellen, dass wir entsprechende Lademöglichkeiten schaffen, das hat der Kollege Rehbaum auch eben angesprochen, das ist das A und O, dass wir Ladesäulen installieren, dass wir auch gerade für unsere Elektrofahrräder entsprechende Lademöglichkeiten haben. Und da können wir, finde ich, Herr Präsident, das auch als Anregung hier im Hohen Haus direkt anfangen. Also Unternehmen und Institutionen, die sich dadurch auszeichnen, modern, mobil zu sein, die haben entsprechende Lademöglichkeiten. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir hier im Landtag entsprechende Möglichkeiten haben oder schaffen für E-Pkw, für Elektrobikes, hier entsprechend während der Plenartage oder während der Arbeitszeiten die Geräte und die Wagen entsprechend aufzuladen. Ich fände es gut, wenn das Landtagspräsidium entsprechend hier die Möglichkeiten auch dafür schaffen würde. Was ganz klar ist, ist, dass die Automobilindustrie diesen Innovationsmarkt verschlafen hat. Ich erinnere mich daran, wir hatten mal einen grünen Bundesparteitag im Jahr 2000 in Münster. Da gibt es ja immer so einen Markt der Möglichkeiten und ungewöhnlich für einen grünen Parteitag waren da mehrere Automobilhersteller oder Aussteller. BMW, VW etc. Ich habe damals gearbeitet für die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Wir hatten so einen Messerundgang und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass VW und BMW beide sagten, in 5 Jahren sind die E-Wagen und die Wasserstofffahrzeuge sind entsprechend marktreif und bis 2010 haben wir 20% E-Mobilität auf unseren Straßen, bis 2010. So, jetzt sind wir im Jahr 2016. Es gibt seit 2009 das Förderprogramm der Bundesregierung, 1 Million E-Mobile auf unseren Straßen und wir sind heute nicht mal bei 25.000 verkaufter Fahrzeuge. So, das macht deutlich, sowohl die deutsche Automobilindustrie hat hier geschlafen, hat eben diesen Innovationsmarkt nicht für sich erkannt, aber auch die entsprechende Anreizförderung ist nicht ausreichend. Und deswegen muss doch unser Appell sein, sowohl in Richtung Bundesregierung, in einem zweiten Elektromobilitätsgesetz gut zu überlegen, welche Anreizmechanismen werden hier geschaffen. Und es geht der Appell nochmal an die deutsche Automobilindustrie, wenn ihr nicht enden wollt wie die deutschen großen Energieversorger, also mit einem großen Problem im Innovationsbereich und was die Arbeitsplätze angeht, dann geht es heute darum, die Chance zu nutzen, mit guten Angeboten im Bereich von E-Autos die Zukunftsmärkte zu erschließen. Das muss, finde ich, der Appell sein am Ende. Es richtet sich sowohl an den Bund mit guten Vorschlägen, als auch an die deutsche Automobilindustrie. Wir brauchen hier Innovation und das werden wir entsprechend aus Nordrhein-Westfalen auch unterstützen und begleiten. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Klocke. Als nächster Redner spricht für die FDP-Fraktion Herr Rasche. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Arndt Klocke, ich stelle schon mal die Unterschiede zwischen FDP und Grünen dar, aber deswegen ist doch nicht alles schlecht, was ihr macht. Ein bisschen viel vielleicht, aber nicht alles. Also wir gehen schon vernünftig miteinander um und das bleibt auch so. Und ich würde mir auch wünschen, dass man seitens der Grünen den VDV nicht nur in diesem einen Punkt hier thematisiert und zitiert, sondern in vielen Punkten, wo der VDV völlig anders denkt als die Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen. Grundsätzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP steht der Elektromobilität grundsätzlich positiv gegenüber, hat jedoch große Zweifel an der Wirksamkeit einer Kaufprämie. Die Zweifel werden von vielen Experten, nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus der Wissenschaft geteilt. Dazu kommt, dass die FDP die Finanzierung der Kaufprämie über eine erhöhte Dieselsteuer grundsätzlich ablehnt. Diese würde erneut Mittelstand und Handwerk in Nordrhein-Westfalen stark treffen. Das wird sicherlich gleich der Wirtschaftsminister Dün hier an diesem Rednerpult bestätigen. Zudem werden die E-Mobilitätsziele der Bundesregierung auch durch diese Subvention bei weitem nicht erreicht. Dazu müssen andere Fragestellungen gelöst werden, die sich vor allem auch
an der Nachfrage orientieren. Wir erleben das doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Beispiel Erdgasfahrzeuge. Mit rund 900 Tankstellen gibt es in Deutschland eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur und trotzdem stagniert in diesem Bereich der Markt, weil die Autofahrer zu wenig über die Vor- und Nachteile der Erdgasmobilität wissen. Die Angst, unterwegs liegen zu bleiben, ist einfach zu hoch und bei der Elektromobilität ist sie leider noch viel höher. Dort müssen wir einfach mehr informieren. Für E-Mobilität gibt es heute kein tragfähiges Geschäftsmodell und die Zukunft der Mobilität verändert sich rasend schnell. Auch ist vollkommen unklar, welche Infrastruktur wir tatsächlich benötigen. Wichtig wären daher Anreize für den Ausbau der halböffentlichen Ladeinfrastruktur. Es fehlt bisher eine intelligente, automotivgerechte Fertigungstechnologie in Deutschland. Da sind uns andere Länder in Europa, aber auch darüber hinaus weit voraus. Die Probleme bei der Speicherbarkeit von Strom bei E-Autos sind die gleichen wie bei der Stromerzeugung durch Wind und Sonne. Die mangelnde Speicherkapazität bleibt die Achillesferse der Elektromobilität. Hier muss die Forschungsförderung in Batterietechnologie erheblich ausgebaut werden. Selbst wenn es Herr Rehbaum eben in Münster zitiert hat, es reicht bei weitem nicht aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage es noch einmal, grundsätzlich steht der FDP der Elektromobilität positiv gegenüber. Sie wird sich aber nur durchsetzen, wenn wir die bestehenden Probleme lösen. Eine Erhöhung der Dieselsteuer zur Finanzierung dieser Kaufprämie für E-Mobilität lehnt die FDP ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rasche. Und die Landesregierung wird nun vertreten durch Herrn Minister Dünn. Ich denke, man muss der Bier abgeben, aber das war ja schon da. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die von den Piraten geforderten Maßnahmen sind, und darauf ist gerade schon hingewiesen worden, unter anderem von der Kollegin Blask, in vielfacher Weise in der Umsetzung und auf den Weg gebracht. Der Masterplan Elektromobilität zeigt, dass in NRW mit einem ganz umfassenden Bündel an Maßnahmen die Elektromobilität gefördert wird, insbesondere auch für einen wirksamen Klimaschutz ist das Thema Mobilität insgesamt von wesentlicher Bedeutung. Der Verkehr mit den Handlungsfeldern Personenverkehr, Wirtschaftsgüterverkehr, Fahrzeugtechnik, Kraftstoffe sowie Verkehrsinfrastruktur ist auch deshalb einer der großen Sektoren im Klimaschutzplan. Die dort festgeschriebenen Strategien, Maßnahmen beinhalten ebenfalls in erheblichem Umfang die Stärkung der Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen. Unter anderem ist es unser Ziel, im Rahmen einer klimaneutralen Landesverwaltung den Elektromobilitätsanteil an der Fahrzeugflotte deutlich zu erhöhen. Wir befürworten außerdem unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes die Minderung der verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastung durch Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität. Die Kaufprämie spielt in ihrem Antrag sozusagen ja die auslösende Rolle und die Debatte, die wir dazu gerade in Berlin beobachten. Nordrhein-Westfalen hat stets betont und untermauert dies auch mit intensiven Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie der Förderung des Infrastrukturausbaus, dass eine Kaufprämie nicht das entscheidende Element für die Akzeptanz und Verbreitung von elektromobilen Fahrzeugen sein wird. Vielmehr müssen die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass Elektromobilität als verlässlicher Verkehrsträger wahrgenommen wird. Eine Kaufprämie wäre daher aus unserer Sicht eine finanzielle Ergänzung und nicht der entscheidende Startschuss für die Elektromobilität. Die Piraten fordern in ihrem Antrag eine ganze Reihe von Maßnahmen, zum Beispiel zu dem Thema alternative Antriebe und Verkehrsmittel. Die Landesregierung engagiert sich seit Jahren nicht nur für das Thema Elektromobilität, sondern sieht das Thema der nachhaltigen Mobilität, und das haben ja auch viele Redner eigentlich für sich auch so in Anspruch genommen, in einem größeren Zusammenhang. In den Landesförderwettbewerben wurden zahlreiche Vorhaben zu den Themen Elektromobilität, Wasserstoff, Brennstoffzelle und entsprechende Infrastrukturvorhaben gefördert. Mit der aktuellen Förderrunde der Leitmarkt- und Klimaschutzwettbewerbe wird allen Interessierten in NRW weiter eine Möglichkeit zur Vernetzung und Förderung geboten. Aktuell innovative Ideen unter anderem im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik, auch im Mobilitätsbereich im Wettbewerb
Hydrogen Highway NRW gesucht. Mit dem Netzwerk Mobilität der Energieagentur steht darüber hinaus ein etablierter Netzwerkpartner zur Verfügung, der NRW als attraktiven und führenden Standort für alle Aktivitäten im Bereich zukunftsfähiger Kraftstoffe und entsprechender Antriebe präsentiert. Ein zweiter Punkt, den Sie in Ihrem Antrag aufgreifen, ist das Thema Umweltboni, Umweltmali. Sofern sich Umweltmali auf Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote für Fahrzeuge mit bestimmten Antriebsarten beziehen sollten, so besteht für die Landesregierung keine rechtliche Handhabe, Maßnahmen, die über die sogenannte Kennzeichnungsverordnung hinausgehen, zu ergreifen. Die Landesregierung beabsichtigt im Übrigen auch nicht, die Benutzung bestimmter Verkehrsmittel vorzuschreiben. Im Weiteren gehen Sie auf die Innovation der mittelständischen Automobil- und Fahrrad- und E-Bike-Hersteller aus. Die nordrhein-westfälische Landesregierung ist sich des Potenzials der Elektromobilität als Wirtschaftsfaktor, als wichtiges Innovationsfeld und auch als Baustein einer klimaschonenden Mobilität der Zukunft für NRW sehr bewusst. Und deswegen fördern wir die Elektromobilität seit vielen Jahren. Mit den Elektromobil-NRW-Wettbewerben, aber auch den aktuellen Wettbewerben Produktion, IKT, Mobilität, Logistik, die mit Hilfe der EU-Mittel durchgeführt werden, wurden zahlreiche Projekte gefördert. Mit einem Fördervolumen von 110 Millionen Euro wurden Projekte mit einem Gesamtvolumen von etwa knapp 150 Millionen Euro finanziert. Bekannteste Beispiele für die Fördermaßnahmen sind sicherlich die Unterstützung und Realisierung des Street-Scooters in Aachen, der mittlerweile weit über Deutschland hinaus bekannten Kompetenzzentren Batterie, Fahrzeugtechnik und Infrastruktur sowie das erst vor kurzem eingeweihte Forschungszentrum Elektromobilitätslabor Aachen, wo die mittelständische Industrie ihre Anwendung und Prototypen testen kann. Ich durfte selbst bei dem Startschuss dabei sein. Kollege Schultheiß, wir haben uns dort vor Ort von der Innovationsfähigkeit dieses Labors überzeugen können. Eine Erfolgsstory ist auch die Modellregion Elektromobilität Rhein-Ruhr. Im Rahmen der Modellregion und darüber hinaus werden diverse Flotten mit Elektrofahrzeugen auf den nordrhein-westfälischen Straßen betrieben. Die notwendige korrespondierende Ladeinfrastruktur in Städten und Kommunen wird direkt parallel dazu aufgebaut. Und wir fördern im Rahmen unseres Nahmobilitätsprogramms im Zusammenhang mit Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Verkehrsraum auch Ladestationen für Elektrofahrräder. Das wurde hier noch eingefordert. Das ist bereits auch auf dem Weg und Realität. Beim Thema Ladeinfrastruktur hat der Bundesrat ja jetzt erst jüngst die Ladesäulenverordnung beschlossen. Der Teil 2 wird für November erwartet. Die Bundesländer sind sich einig, dass ein Ausbau der Ladeinfrastruktur nur in enger Abstimmung funktionieren kann. Nur so wird gesichert sein, dass in allen Regionen der Bundesrepublik elektromobile Fahrzeuge an allen Säulen verlässlich aufgeladen werden können. Wir engagieren uns stark in diesem Bereich und werden uns an einem für eben dieses Jahr geplanten Bund-Länder-Programm Normal-Ladeinfrastruktur, das ist der Aufbau von Ladesäulen auf öffentlichen Flächen, entsprechend beteiligen. Im kommenden Jahr plant dann das Bundesverkehrsministerium ein Programm zum Schnellladen an Hauptverkehrstrassen. Auch hier nehmen wir bereits intensiv an der Erarbeitung dieses Programms teil. Elektromobilität NRW als Kompetenzzentrum im Land berät zudem Privatpersonen, aber auch Kommunen, auch die Wirtschaft hinsichtlich der Anforderungen und Möglichkeiten der Ladeinfrastruktur. Diese Maßnahmen wirken sich nicht nur positiv auf den Ausbau des Infrastrukturnetzes aus, sie stärken auch die nordrhein-westfälische Wirtschaft. Denn von dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in NRW profitieren in ganz besonderem Maße die in Nordrhein-Westfalen angesiedelten Hersteller. Also im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Landesregierung bereits seit vielen Jahren das Thema Elektromobilität nicht nur im engeren Sinne unterstützt und der Antrag der Piraten somit an der falschen Stelle ansetzt. Ergänzende, begleitende Maßnahmen müssen in NRW nicht erst noch gestartet werden. Sie laufen bereits und das erfolgreich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Und für die CDU-Fraktion hat nun das Wort Herr Hovenjung. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Minister Dün, niemand ist in der Lage, Stillstand so schön zu beschreiben wie Sie. Und insofern, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen nur sagen,
Ja, die Landesregierung kann sicherlich ein ganzes Stück mehr tun, und insofern ist das das einzig Richtige am Piratenantrag, diesen Finger noch mal in die Wunde zu legen. Aber das, was Sie hier vorgetragen haben, war natürlich nicht unbedingt das, was man sozusagen als Fingerzeichen eine Zukunft erleben konnte. Die CDU hat sicherlich hier keinen besonderen Nachholbedarf, sondern hat ganz im Gegenteil schon 2009 im Rahmen der schwarz-gelben Landesregierung den Masterplan Elektromobilität NRW auf den Weg gebracht. Batterietechnik, Fahrzeugtechnik, Infrastruktur und Netze zusammen mit relevanten Akteursgruppen zu entwickeln. Leider ist danach seitens der Landesregierung dieses Ziel nicht mehr mit dem nötigen Herzblut verfolgt worden. Und das kann man schon daran erkennen, meine Damen und Herren, dass es gar keine Bestrebungen gibt, hier als Landesregierung mit gutem Beispiel voranzugehen, den eigenen Fuhrpark zu überprüfen etc. Kollege Rehbaum hat dies bereits ausgeführt, meine Damen und Herren. Und wenn man mit Menschen in der Wirtschaft redet, dann kann man auch erkennen, dass man eben zu wenig Unterstützung bekommt und zu wenig an die Hand genommen wird, um zu sagen, komm, lasst uns gemeinsam mit einer Landesregierung, die etwas erreichen will, diese Ziele auch vorantreiben. Und vielleicht sei mir der Hinweis an dieser Stelle gestattet, dass ich für eine erfolgreiche Elektromobilität auch eine intakte Verkehrsinfrastruktur brauche. Also gehören verschiedene Dinge in einer Gesamtsituation einer Landespolitik auch zusammen, und darauf sollte man dann auch achten. Wir waren vor kurzem bei der eWorld, und wenn man dort mit betroffenen Firmen redet und Ähnliches, dann wird einem natürlich auch bewusst, was in diesem Land nicht richtig läuft und wo es krankt. Und wenn dort bei der eWorld gesagt wird, natürlich sei man mit der Umsetzung der Energiewende etc. nicht glücklich, der Bund müsse da mehr tun, und ich habe dann versucht, ein Stückchen Verständnis auch für die Bundespolitik zu erreichen, habe dann gesagt, schließlich gäbe es ja auch 16 Bundesländer und jeder versuche, eine Energiewende zu betreiben, da erntete ich heftigen Widerspruch, es gäbe nur 15 Landesenergiewende, in Nordrhein-Westfalen gäbe es gar keine. Und insofern, meine Damen und Herren, ist das vielleicht der Beleg dafür, Herr Minister Remmel, dass Sie irgendwann auch mal die Bereitschaft haben müssen, im Verantwortungsbereich Ihrer Politik endlich Rahmen zu setzen und es in Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung zum Beispiel der Energiewende nicht Gerichten überlassen müssen, welche Maßstäbe angelegt werden dürfen. Hier darf eine Politik auch durchaus führen, und hier muss man den Mut haben, auch letztendlich eine gemeinsame in der Regierung erarbeitete Zielsetzung auch in Gesetzgebung zu fassen. Das haben Sie bis heute nicht getan. Das, was wir in Nordrhein-Westfalen erleben im Bereich Energiewende etc., wird von Gerichten herbeigeführt. Das sind die Rahmenbedingungen, die ist justiziabel gesetzt, aber nicht in der politischen Führung. Und insofern, meine Damen und Herren, vielleicht macht es Sinn, und das wäre vielleicht auch noch etwas, was die Ministerpräsidentin auch am Krankenbett vielleicht wahrnehmen kann, und wir wünschen ihr natürlich gute Besserung, aber dass sie das noch mal zur Kenntnis nimmt, dass es Sinn macht, die Energiepolitik in einem Haus zu bündeln, und mittlerweile komme ich zu dem Schluss, dass diese Energiepolitik im Hause Dün vielleicht doch besser aufgehoben wäre als im Hause Remmel. Und insofern die Empfehlung, hier eine vernünftige und gute Politik zu machen, wäre sicherlich dann auch im Bereich von Elektromobilität die erfolgreichere. Ich will die Redezeit nicht unnötig weiter in Anspruch nehmen. Die Landesregierung kann besser werden, sie muss besser werden. Elektromobilität ist ein Stiefkind in Nordrhein-Westfalen. Also Landesregierung in die Hufe kommen, das, was wir auf den Weg gebracht haben, endlich mit Leben füllen und mutig sein und Ziele setzen und gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Fangen Sie endlich an zu arbeiten, dann kommen wir in Nordrhein-Westfalen weiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hovenjürgen. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Thiel das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Debatte besteht eigentlich im Wesentlichen darum, dass jeder mal was zu dem Thema sagt. Und dadurch wird eine gewisse Bandbreite auch deutlich bei dem Thema E-Mobilität. Und der Kollege Hovenjürgen, nachdem von der CDU ja schon was gesagt wurde, bemühte sich dann noch mal ein bisschen Zwietracht bei Rot-Grün zu thematisieren. Dieses Bemühen, glaube ich, hat wenig Erfolg gehabt. Es war auch mehr ein Pflichtbeitrag zur E-Mobilität. Da sind wir sicherlich nicht weitergekommen. Ihr Kollege von der CDU, das stimmen ja auch die Bilder nicht, also in die Hufe kommen bei E-Mobilität stelle ich mir schwierig vor. Oder die Frage, wie Ihr Kollege das gesagt hat, Gas geben bei der E-Mobilität ist vielleicht auch nicht das richtige Bild. Also
Wir sind da sicherlich noch ein bisschen dabei, zu dem Thema, glaube ich, noch die richtigen Bilder auch zu finden. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir heute über E-Mobilität reden, nämlich darüber, wie endlich der Verkehrssektor seinen Beitrag zur CO2-Minderung leisten kann. Die Energiewende auf deutschen Straßen ist bisher nicht mehr als ein Wunschdenken, schreibt das Handelsblatt dazu. Und dass auch die Autobranche einen Beitrag leisten muss, das ist längst überfällig. Der Verkehrssektor verursacht immerhin 18% der CO2-Emissionen und liegt aktuell sogar über den Ausgangswerten von 1990. Also Beitrag des Verkehrssektors zur CO2-Einsparung weniger als null. Und wenn zukünftig 95 Gramm je gefahrener Kilometer CO2-Ausstoß gelten sollen, brauchen wir Innovationen bei der Antriebstechnik und nicht Manipulationen in der Software. Bisher gibt es lediglich 23.500 E-Autos inklusive Hybridantriebe, muss man dazu ja sagen. Der Anteil bei den Neuzulassungen 0,7%, also Handlungsbedarf. Volkswagen, Daimler und BMW drängen auf Kaufanreize, um das Geschäft anzukurbeln. Eine Prämie von 5.000 Euro soll den Anteil der E-Autos erhöhen. Ob das nachhaltig wirkt, ist eine durchaus berechtigte Frage. Geringe Reichweiten, wie bei BMW derzeit, das Einzige, was sie im Angebot haben, die haben lediglich 160 Kilometer. Hohe Preise und eine noch durchaus fragliche Umweltbilanz sind keine guten Verkaufsargumente. Wenn man erst mal über 40.000 Kilometer fahren muss, um den CO2-Mehraufwand bei der Herstellung zu kompensieren, ist hier noch eine Herausforderung gegeben. Der Kollege Klocke hat darauf deutlich aufmerksam gemacht, die Automobilbranche muss in diesem Bereich innovativ werden. Sie muss bei den Antriebssystemen insgesamt neue Dinge auf den Markt bringen. Ob das allein die E-Mobilität ist, wird man sehen. Wahrscheinlich wirkt eine Kaufprämie besonders bei den Hybridantrieben, denn eine E-Mobilitätsinfrastruktur fehlt noch. Darum sollen ja auch 15.000 Ladestationen entstehen. NRW, darauf ist eben aufmerksam gemacht worden, hat bereits einen Masterplan E-Mobilität, der bereits ein explizites Fokusthema in der Strategie der Landesregierung darstellt. Und richtigerweise, das vielleicht auch in Richtung Piraten mal, das mal sich genauer anzugucken, richtigerweise wird die E-Mobilität als Gesamtsystem betrachtet. Es reicht eben nicht aus, gute technische Einzelsysteme zu entwickeln. Minister Dün hat es bereits gesagt, in der Modellregion Rhein-Ruhr erfolgt bereits eine systemische Betrachtung in der Praxis. Also wie wirkt das alles zusammen im Gesamtsystem Verkehr? Großen Handlungsbedarf gibt es beim Thema Batterie. Die muss effizienter werden, die muss billiger werden. Es geht um Fragen wie bessere Energiedichte, Leistungsdichte, Lebensdauer, Kosten, Sicherheit und letztlich auch Recycling. Man stellt sich nur mal vor, 44 Millionen PKWs, die wir haben, hätten alle große Batterieblöcke. Was wir da als Recycling-Thema eine große Herausforderung vor uns haben. Das muss alles noch mit bedacht werden. Auch die Enquete-Kommission zur Zukunft der chemischen Industrie Nordrhein-Westfalen hat zum Thema Elektrochemie gute Handlungsfelder ausgesprochen. Der Aufbau von Batterieforschungszentren ist hier schon bereits genannt worden und die Einrichtung eines Zentrums für Elektrochemie sind bereits in der Umsetzung. Die Vernetzung begehender Einrichtungen zu einem Cluster Energieforschung NRW wird gefördert, auf den Weg gebracht. Der Klimaschutzplan NRW greift das Thema E-Mobilität ebenfalls auf, sowohl als Strategie wie auch in den Maßnahmen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Maßnahme 84, Fortschreibung des Masterplans E-Mobilität, Forschung und Entwicklung zur E-Mobilität und alternative Antriebe mit geeigneten Projekten in den Leitmarktwettbewerben und so weiter und so weiter. Die Situation, meine Damen und Herren, in NRW, die ist so, dass die Initiative aus Berlin, den Markthochlauf der E-Mobilität zu fördern, hier auf eine gute Voraussetzung trifft und auch zu dem Umsetzungsplan NRW zur E-Mobilität gut passt, denn den gibt es auch. Es gibt nicht nur einen Masterplan, es gibt einen konkreten Umsetzungsplan, der übrigens, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, vorsieht, dass die Landesflotte 10% E-Mobilität erreichen soll. Der Minister nickt, dann liege ich, glaube ich, nicht völlig verkehrt. E-Mobilität hat Potenzial, kann Innovationen antreiben, kann ein Baustein umweltgerechter Mobilität sein, die als Mobilitätssystem insgesamt gesehen werden muss
und ist auch sicherlich wirtschaftlich interessant. Gut gemacht bedarf es dann weder Kaufprämien noch Malesysteme, die andere Nutzungen bestrafen. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihre Mobilität zukünftig organisieren und auch den Zukunftsentwicklungen entsprechend anpassen. Was wir wollen, ist mehr bewegen, und zwar mit Strom. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Thiel. Als nächstem Redner erteile ich das Wort Herrn Kollegen Priggen von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Rehbaum, ich fange für Sie mit dem Kaiser-Wilhelm-Zitat an. Muss ich doch eben nachgucken, weil gibt das berühmte Zitat von ihm: Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Wir wissen, dass der Mann sich da geirrt hat. Aber ich will es einfach trotzdem ein bisschen, weil es spannend ist, die Diskussion um Motoren. Die älteste Motorenfabrik der Welt war und ist bis heute in Nordrhein-Westfalen, in Köln-Deutz. Die Deutzer Motorenwerke, 1864 gegründet von Otto, seit 151 Jahren dabei, Motoren zu produzieren. Gottlieb Daimler hat da gearbeitet, Wilhelm Maybach und Ettore Bugatti hat dort gearbeitet und in Köln-Mülheim im Keller ein Rennauto entwickelt. Also eine uralte, lange Tradition. Und trotzdem kann man das Gefühl kriegen, dass die Hochphase der Verbrennungsmotoren anfängt aufzuhören. Dass wir in der Übergangssituation sind in Richtung Elektromobilität. Wir wissen, dass die Verbrennungsmotoren technisch hervorragend sind, aber wir kennen die großen Probleme, die wir gerade in den Ballungsräumen, in den Städten haben, mit den Stickoxidbelastungen. Und wir wissen, dass wir sie kaum wegkriegen. Bei großen Motorenherstellern, wir sind neulich noch mal bei den Deutzer Motorenwerken gewesen, geht mittlerweile die Hälfte der Kosten eines Motors in die Abgasbehandlung. So, das heißt, das Problem stellt sich uns und es stellt sich uns immer stärker. Und deswegen ist es richtig, wenn man noch dazu weiß, dass ein Elektromotor ungefähr 8-mal so lange hält wie ein Verbrennungsmotor, sich damit zu befassen. Und wenn wir wissen, dass die Motorenherstellung und alles, was um die Fahrzeuge hängt, der industrielle Kernbereich in der Bundesrepublik ist, dann ist die Frage jetzt, sind wir fit genug in diesem Bereich oder kommen die neuen Techniken woanders her? Und das ist ja nicht umsonst so, dass nicht der modernste Elektrowagen, der attraktivste, der kommt nicht von Mercedes, der kommt auch nicht von Porsche, der kommt von Tesla, von einem Unternehmen, was mit Autoherstellung nichts zu tun hatte. Und es ist nicht ganz aus der Welt, sich vorzustellen, dass Elektrofahrzeuge in unseren Ballungszentren unter Umständen demnächst von Apple oder Google kommen. Und das wäre katastrophal, gerade für unsere Automobilindustrie und die Arbeitsplätze, die da dran hängen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Startschritte losgehen hier, dass wir nicht die Augen zumachen vor dem Hintergrund des Skandals bei Volkswagen, des Betrugsskandals um die Täuschung mit den Emissionswerten. Wäre es wichtig, dass unsere Autoindustrie Angebote auf den Markt bringt, die tatsächlich alltagstauglich sind und die für diejenigen, die die Autos kaufen sollen, akzeptabel sind. Da gibt es das Hochpreissegment von Tesla und es gibt das, was in Aachen mit dem Street Scooter entwickelt wurde, in einem niedrigeren Preissegment für kürzere Strecken. Was der Nachteil der Elektromobilität ist, die Reichweite an der Stelle ein Stück weit aufgreift und wo es dann die Probleme nicht gibt. Das heißt, was wir machen müssen, ist Einsatzmöglichkeiten bei uns nutzen, bei Bussen, bei Lieferfahrzeugen, bei Taxen, bei Fahrzeugen für Pendler. Und ich glaube nicht, dass wir drum herum kommen, einen Anreiz zu setzen. Ich halte auch die Überlegungen einer Anschaffungsprämie für richtig, um überhaupt in den Markt Bewegung reinzubringen und dafür zu sorgen, dass unsere Autohersteller Angebote bringen. Sonst kaufen wir sie nachher woanders. Und das wäre für das, was wir an Arbeitsplätzen in dem Bereich brauchen, jedenfalls die allerschlechteste Lösung. Deswegen muss man die Bundesregierung natürlich dran messen, wenn sie sagt, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 und nicht meint, dass das Fahrräder sein sollen, dann muss die Bundesregierung auch irgendwann das mit Maßnahmen hinterlegen. Das ist die Forderung. Wie das im Detail aussieht, wie diese Anreize macht, darüber kann man streiten. Aber ohne die Anreize werden unsere großen Autounternehmen keine vernünftigen Angebote machen. Dass wir zusätzlich die Hausarbeit machen müssen, Ladestationen und alles andere entwickeln, auch in den Kommunen, dass wir Parkhäuser haben, wo man tatsächlich ein Fahrzeug aufladen kann, so wie wir es hier im Haus ja wahrscheinlich kriegen. Wir haben gehört, das Präsidium ist dementsprechend schon am Arbeiten.
sind alles vernünftige Begleitschritte, auch die Standardisierung. Und trotzdem braucht es den Schub, wenn wir nicht das, was an Arbeitsplätzen in dem Bereich dranhängt, verlieren wollen. Deswegen ist die Aktuelle Stunde im Antrag richtig gewesen. Es muss diskutiert werden. Und wir werden an der Stelle auch in diesem Bereich vorangehen müssen, weil, wie gesagt, ansonsten wir genau diese Arbeitsplätze verlieren und sie woanders hin abgeben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Priggen. Für die Piraten spricht noch einmal Herr Kollege Bayer. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Blask hat den Masterplan erwähnt. Ein Sammelsurium, der immerhin einmal alles zusammenfasst. Und ja, natürlich brauchen wir ein Gesamtkonzept, Herr Thiel. Aber genau das sehe ich an der Stelle nicht. Wo ist denn der Wumms, die Priorität? Und selbst wenn es ein Masterplan alles enthalten würde, man muss ihn doch sehen, das müssen doch alle im Land wahrnehmen, damit so ein Masterplan auch funktioniert. Klar ist, für so etwas wie ein Batterietechnologiestandort im Energieland NRW, dann kann man zwar als Politik initiieren, aber der funktioniert nur mit einer ganz außerordentlichen Kraftanstrengung, die ich hier längst nicht sehe. Bei den Energielieferanten zum Elektroantrieb, also wenn es darum geht, nehmen wir Akkus, was für Akkus, gibt es vielleicht ganz, ganz, ganz neue Akkus oder geht es um Brennstoffzellen, sehe ich da durchaus noch Luft für Anbieter außerhalb von Asien. Aber ich weiß ja, Energieland steht ja leider eher für veraltete Technik und Braunkohle. Nun, der aber vor allem wichtig ist, der Rest der Politik muss halt zu dem Plan passen und muss das Ganze auch annehmen. Das heißt, die Verkehrspolitik muss darauf abgestellt sein, die Wirtschaftspolitik ebenso. Und wenn es um landeseigene Gebäude und Grundstücke geht, dann muss man da an dieser Stelle halt einfach anfangen. Ja? Vor allem, wenn es um Lademöglichkeiten geht. Und da haben wir hier bereits im Landtag 2014 über Elektromobilität gesprochen. Es gab einen Antrag der CDU, Elektromobilität ermöglichen. Dazu gab es eine Anhörung, die war sehr gut. Es ging erstmal bei der CDU um öffentliche Fuhrparks. Und bei der Anhörung aber sahen die Experten die Elektromobilität als Teil eines neuen Energie- und Mobilitätsgesamtsystems. Und hervorgehoben wurde die hohe Relevanz einer Ladeinfrastruktur und von Ladestationen. Daher kam dann auch unser Antrag 2014 mit dem schönen Titel Vorweggehen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Hauptmaßnahme dabei, landeseigene Gebäude und Parkflächen massiv auf Elektrofahrzeuge ausrichten und 10% der dortigen Parkplätze mit Ladestationen ausstatten. Hätten wir damals begonnen, wären wir heute schon weiter. Denn die Landesregierung tat da bisher nichts. Und selbst wenn man auf Standards warten wollen würde, könnten die Vorbereitungen ja längst laufen. Wer auf andere wartet, kann eben leider nicht vorweggehen und fährt hinterher so einfach. Sowohl Frau Blask als auch und deutlicher Herr Rehbaum und Herr Glocke haben erwähnt, dass eigentlich der öffentliche Verkehr und andere Verkehrsmittel als Autos im Mittelpunkt stehen müssen und dass Nordrhein-Westfalen auch eine Stärke hat, die man fördern kann. Bahnen sind ja schon elektrisch und meistens. Und jetzt also die Busse, die Umrüstung der ÖPNV-Flotte von Diesel auf diverse Elektrovarianten und zwar als Landesprogramm. Das wäre ein Konzept. Und Fahrräder, ja, da gibt es einen Hype. Und bei der Politik geht es jetzt bei den Fahrrädern vor allem darum, diesen Hype nicht abzuwirken, sondern mit der Verkehrsinfrastruktur zumindest hinterherzugehen. Carsharing, Lieferverkehre, Taxis, wurde alles genannt. Momentan sieht es jedoch so aus, vor allem bei den Automobilen. Vorsprung durch Technik ist ein Werbeslogan und dabei bleibt es dann leider auch. Die deutsche Automobilindustrie fährt augenscheinlich hinterher. Der Dieselgate-Skandal hat deutlich gemacht, dass rückwärtsgewandtes Management und die Politik zusammen die wirtschaftlichen Chancen verspielen. Merke, eine Industrie, die das Betteln nötig hat, ist bereits tot. Ich habe, wie Herr Glocke, Elektromobilität lange nicht als Feld der Politik gesehen. Einfach Autos mit Verbrennungsmotoren durch solche mit Elektromotoren zu ersetzen, löst die meisten Verkehrsprobleme, Feinstaub zum Beispiel mal abgesehen, nicht. Platzbedarf, Staus, Infrastrukturprobleme bleiben bestehen. Aber, und da an Herrn Rasche, es gibt einen deutlichen Unterschied bei Elektromotoren zum
zum Thema Erdgas. Nämlich dadurch, durch die Elektromotoren, handelt es sich um eine völlig andere Technologie. Man braucht die ganzen Erfahrungen der alten Autosindustrie überhaupt nicht mehr. Die sind in der Stelle Getriebe, Antrieb, Motor, alles überflüssig. Und damit wird die Elektromobilität zusammen mit dem autonomen Fahren zum Killer-Feature für eine Verkehrswende oder eben nur für neue Marktteilnehmer, die unsere Bewegungsdaten verkaufen. Das liegt ganz dann bei der Politik. Tesla kann das neue Apple sein, natürlich, kann aber auch das neue Netscape sein. Und die Ausgangssituation für die Netscape-Herausforderer hier in Deutschland sind eigentlich ganz gut. Wir müssen nur all-in für eine Verkehrswende gehen. Eine allumfassende, moderne Verkehrswende, das ist die Chance. Chance wäre jetzt da, der Mut fehlt leider offensichtlich. Und die Zeit auch, Herr Kollege. Fehlt auch mir die Zeit, aber so fährt Deutschlands Branche momentan der Sache hinterher. Das ist sehr schade. Und sehr schade ist auch, dass ich jetzt noch viele Umweltmali aufzählen könnte, auf die man auf jeden Fall auch, die auch zum Gesamtkonzept gehören. Nicht nur die Förderung auf allen Bereichen, sodass man Verbrennung und Elektromobilität fördert, das bringt natürlich nichts. Man muss sich dann für eins entscheiden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Remmel das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es erwarten können, Reizreaktionsschema, wenn Herr Hovenjürgen in diesem Parlament irgendwas zur Energiewende sagt, dass das nicht unwidersprochen bleiben kann. So sehr ich Herrn Hovenjürgen auch außerhalb des Parlaments als redlichen Menschen schätze, muss ich doch hier sagen, Herr Hovenjürgen, dass Sie nicht rot angelaufen sind, wenn es darum geht, sozusagen die Erfolge in Sachen Energiewende der schwarz-gelben Landesregierung hervorzuheben, das erstaunt mich schon. Was das mit Ehrlichkeit und Redlichkeit dann zu tun hat, weiß ich nicht. Mir scheint es so zu sein, dass Sie offensichtlich auch einen Auftrag Ihrer Fraktion haben, sozusagen als vertuschungspolitischer Sprecher über die Schandtaten Ihrer Regierung sozusagen hier hinwegzusehen. Ich muss an dieser Stelle deshalb daran erinnern, es war einer Ihrer Minister, der damals erklärt hat, die Windenergie in Nordrhein-Westfalen kaputt machen zu wollen. Und das Ergebnis dieser Politik haben wir dann auch in schwarzen Zahlen mitbekommen. 2010 war der Windausbau irgendwie bei 90 Megawatt. Wir sind derzeit wieder bei 400 Megawatt und wir haben diesen Ausbau geschafft, in diese Richtung zu bringen. Wir sind 2015 als Nordrhein-Westfalen, als Bundesland an Platz 2 hinter Schleswig-Holstein. Eine gewaltige Anstrengung, die wir hinter uns haben. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz Ihrer Politik, die Sie an der Stelle jedenfalls in die Grütze gefahren haben. So. Und auf diesem Weg würden wir gerne weitergehen, Herr Hovenjürgen. Sie mahnen an der Stelle an, dass wir landesgesetzliche Regelungen treffen sollen. Bitte nennen Sie, welche wir treffen sollen. Zurzeit behindern uns eher die bundespolitischen Diskussionen, Herr Hovenjürgen. Und da wären Sie sehr gefragt, bundespolitisch das ein oder andere auch im Zusammenhang mit diesem Thema zu bewegen. Es war Ihr Bundesumweltminister, der Kollege Altmaier, der 2013 bei der letzten EEG-Novelle die Frage Mieterstrommodelle kaputt gemacht hat, mit einer Sonnensteuer, einer Umlage, die er eingeführt hat, und einer drastischen Absenkung der Möglichkeiten, Solaranlagen auch in Mieterwohnungen unterzubringen und damit Elektromobilität sozusagen im Quartier zu unterstützen und zu fördern. Und es ist Ihre Bundestagsfraktion, die zurzeit mit kruden Vorstellungen über Obergrenzen für Onshore-Wind an Land Ausbaumöglichkeiten in unseren Bereichen, in unserem Bundesland versucht zu behindern. Also da wären Ihre Unterstützung dringend gefragt, auch wenn es darum geht, erneuerbare Energien für Elektromobilität zu verwenden. Ich möchte aber auch ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen, wenn es um die Förderung dieses wichtigen, auch für den Klimaschutz wichtigen Feldes, aber auch für den Gesundheitsschutz in unseren Städten wichtigen Feldes geht. Ich hätte die Bitte für Nordrhein-Westfalen zumindest, über Elektromobilität auch als emissionsfreie Mobilität zu reden und das technikoffen zu diskutieren. Weil wir haben in Nordrhein-Westfalen mit einer über 200
40 Kilometer langen Wasserstoffinfrastruktur auch für eine andere technische Entwicklung der Mobilität durchaus große Chancen, nämlich in der Verknüpfung industrieller Prozesse, Wasserstoff auch aus dem Bereich der erneuerbaren Energien umgewandelt, auch als Treibstoff für Mobilität zu gewinnen. Auch hier haben wir viele Forschungseinrichtungen und eine Infrastruktur, die schon vorhanden ist, um dieses Feld voranzubringen. Im Übrigen haben wir ein Netzwerk in Nordrhein-Westfalen, was Wasserstofftechnologie befördert. Und ich glaube, dass Wasserstoff auch ein technischer Pfad sein kann, emissionsfreie Mobilität zukünftig zu gestalten. Ich will noch hinweisen auf ein Paradoxon, was uns zurzeit sehr bewegt. Auf der einen Seite müssen wir erkennen, welche Grenzen gerade für die Gesundheitsbelastung der Menschen durch Stickoxide, Umweltzonen und alles das, was wir bisher mit Luftreinhalteplanung gemacht haben. Wir stehen vor Vertragsverletzungsverfahren, die die Europäische Union angestrengt hat. Andererseits haben wir kaum Mittel, um hier Maßnahmen und Instrumente auf den Weg zu bringen, die Gesundheit der Menschen besser zu schützen, was eigentlich notwendig wäre. Und deshalb brauchen wir diese Instrumente an unseren Händen, nämlich emissionsfreie Innenstädte, auch mit neuen Technologien, mit E-Mobilität oder mit Wasserstoffmobilität auch auf den Weg zu bringen. Hier allerdings setzen die Bundesregierung und auch die Europäische Union meines Erachtens zu geringe Rahmenbedingungen, um das zu unterstützen. Wir werden also, wenn das so weiterläuft, in naher Zukunft Vertragsverletzungsverfahren einschließlich von Zahlungen haben, ohne auf der anderen Stelle Förderungen und Unterstützung von erneuerbarer oder emissionsfreier Mobilität. Das ist einfach irrsinnig und deshalb dringende Notwendigkeit auf Bundesebene, hier uns zu helfen und aus dieser Umklammerung uns gemeinsam herauszuführen. Ich will einen letzten Punkt nennen, der in der Tat uns sehr nachdenklich machen sollte. Im Übrigen, Herr Bayer, es ist nicht so, dass wir uns nicht für Standards einsetzen. Es ist diese Landesregierung gemeinsam in der Breite, die sich in Brüssel dafür eingesetzt hat, den wichtigen Standard für die E-Mobilität, nämlich welche Steckerkonfiguration eingeführt wird, auf den Weg zu bringen. Wir haben hier gerade auch nordrhein-westfälische Unternehmen im Blick gehabt, die jetzt aufgrund der Standardsetzung eine große Chance haben, jedenfalls im europäischen Markt, gerade im Bereich der Elektromobilität, die wichtige Zulieferkomponente, nämlich die Steckerkonfiguration, auch tatsächlich in einer breiten Marktdurchdringung sicherzustellen. Ich hatte vor ein paar Monaten einen sehr interessanten Abend mit Vertreterinnen und Vertretern aus der zweiten Reihe der Automobilindustrie und aus der Automobilzulieferindustrie. Und das, was die Kolleginnen und Kollegen dort sehr beschäftigt hat, war nicht die Frage, wie geht das mit Energie- und Klimaschutz weiter, sondern sie hat sehr beschäftigt das, was eben auch schon Thema war, was ist, wenn Google, wenn Amazon, wenn die Datenunternehmen sich dafür interessieren, sozusagen die industriellen Kernbereiche der Automobilindustrie oder auch sonstiger industrieller Kernbereiche zu übernehmen. Und das in der Tat muss uns doch sehr hellwach machen. Das muss uns so wach machen, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie schaffen wir es sozusagen, wie bei der Energiewende eine Systemdurchdringung hinzubekommen, einen Systemwechsel, eine Transformation. Und da meine ich, reicht es nicht nur aus, über Förderprämien nachzudenken, sondern wir müssen auch Hersteller haben, die Elektrofahrzeuge in Deutschland produzieren und herstellen. Da ist auch die Zulieferindustrie in Nordrhein-Westfalen darauf angewiesen, hier Orientierung und Richtung zu haben. Und deshalb sollte sich Förderpolitik auf Bundesebene auch dahin ausrichten, dass es zukünftig Herstellerinnen und Hersteller am Markt gibt, die Elektrofahrzeuge, E-Fahrzeuge in den Markt einfügen können. Und da lassen Sie uns doch mal schauen, wo eine solche Förderung in der Welt gut funktioniert. Und da gibt es gute Beispiele, indem ich die Adressaten eben im Bereich der Hersteller gesucht werden und hier auch ein entsprechender gesetzlicher Anspruch besteht, einen Anteil von E-Mobilität tatsächlich auch in den Markt einzufügen. Beispiel Kalifornien, da sieht man, dass es funktioniert. Warum sollte das nicht auch in Europa oder in der Bundesrepublik funktionieren? Also nicht diejenigen, die die Autos kaufen, sind die Adressaten, sondern die sie herstellen, weil die müssen ein Interesse daran haben, dass sie am Markt sich platzieren können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister. Für die CDU-Fraktion hat sich noch einmal Herr Kollege Hovenjürgen zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Remmel, es ist sicherlich so, dass wir in Sachen Windkraft als Union zu Zeiten Oliver Wittkes, den meinen Sie ja, sicherlich schon mal uns anders verbal artikuliert haben. Aber sicher ist auch und richtig ist auch, wir haben uns korrigiert und wir sind bereit, dann auch konsequent zu agieren. Diese Konsequenz fehlt Ihnen leider in Ihren Handlungssträngen, denn Sie bringen keine Rechtssicherheit in die Planungsabläufe, zum Beispiel der Windkraftentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir über die Situation reden, wie wir heute Windkraft entwickeln, dann reden wir über Anlagen, die 3 MW Leistungsfähigkeit haben, die ca. 200 Meter Gesamthöhe haben. Das sind BIMSCH-Anlagen. Und in diesem Bereich sind Sie zum Beispiel nicht willens, hier klare Regeln zu schaffen, sondern wir haben Einzelfallprüfungen in Nordrhein-Westfalen. Jede einzelne Anlage muss einzeln geprüft werden und am Ende kann kein Investor sich sicher sein, ob er das Ziel erreichen kann. Und wenn wir über Planungszeiten reden, dann reden wir zwischen 5 bis 8 Jahren Planungszeiten in einem BIMSCH-Verfahren. Da braucht auch der Hübner nicht mit dem Kopf schütteln. Das kann ich nun aus eigener erlebter Realität bestätigen. Denn eins ist auch richtig, Sie sind nicht schneller als in jedem anderen Bundesland. Der Ausbau hier ist langsamer als in jedem anderen Bundesland, Herr Remmel. Und am Ende können sich die Investoren nicht auf Sie verlassen, weil am Ende keine klaren Rechtsrahmen gelten. Weil hier das, was in Nordrhein-Westfalen an Situationen vorhanden ist, den dreifachen Anlagenabstand zur Wohnbebauung, ein erklärter Rechtsfakt. Die Unterschreitungsmöglichkeit auf 2 bei Gutachten, die belegen, dass keine nachteilige Wirkung für die Wohnbebauung zu erwarten. Erklagter Rechtsfakt. Es gibt kein rechtliches Handeln, das die Regierung vorgegeben hat, das sie letztendlich in ein Gesetzeswerk gepackt hat, sondern sie überlassen es Gerichten, hier auszutarieren, was in Nordrhein-Westfalen möglich ist. Und das ist Versagen von Politik ihrerseits, meine Damen und Herren. Und deswegen noch einmal, machen Sie hier Ihre Hausaufgaben. Zeigen Sie nicht permanent mit dem Finger auf andere. Sie haben den Konflikt in Ihrem Haus bis heute nicht gelöst, der zwischen den Klimaschützern und den Umweltschützern da ist. Und dieser Konflikt verschärft sich im Übrigen. Denn wir erleben ja mittlerweile, dass Umweltverbände auch gegen Windparks klagen. Im Übrigen frisst da die Revolution ihre Kinder. Sie hatten sie sehr wahrscheinlich mit dem Verbandsklagerecht ausgestattet, um im Bereich der konventionellen Landwirtschaft agieren zu können. Dass es jetzt auch noch an den Bereich der regenerativen Energien geht, ist sehr wahrscheinlich nicht in Ihrem Sinne. Also noch einmal ganz klar und deutlich, Herr Remmel, das, was Sie hier abliefern, ist im Vergleich zu anderen Bundesländern zu wenig. Das müssen Sie sich gefallen lassen. Und insofern zeigen Sie nicht mit dem Finger auf Amtsvorgänger oder Ähnliches, sondern Sie sind seit 6 Jahren für das, was hier im Land passiert, verantwortlich. Und damit haben Sie bis heute keine Rechtssicherheit geschaffen, keine Grundlagen geschaffen. Und im Übrigen mit dem Weg und mit dem Blick auf das angestrebte Bieterverfahren, sage ich Ihnen auch noch mal ganz deutlich, das wird das Ende der Bürgerwindparks sein und damit einer größeren Akzeptanz vor Ort, weil die Risiken, die in diesem Verfahren liegen, nicht kalkulierbar sind und am Ende nur noch Großinvestoren mit Windkraftanlagen ein Risiko eingehen können, weil es die Menschen vor Ort, die vielleicht die Bereitschaft hätten, sich hier vor Ort zu engagieren, die nicht mehr kalkulierbaren Risiken und die nicht vorhandenen Rahmenbedingungen, die Nordrhein-Westfalen nicht gesetzt hat, eben hier nicht als Grundlage sehen können, um hier selbst aktiv zu werden. Also, es gäbe viel zu tun. Fangen Sie endlich an. Vielen Dank, Herr Kollege Hovenjürgen. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache und damit diese Aktuelle Stunde. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3.